ausführlichen Video hier auf dem Kanal Rappelzappel. Wir spielen Heroes of the Storm. Ich würde heute euch gerne mal, weil ich ja in dem Vorführvideo, was übrigens auch voll lange gedauert hat, ey, tut mir auf dem Weg nochmal leid, aber das Ganze nochmal runter zu splitten auf 20 Minuten oder vielleicht 30 Minuten wäre denn doof gewesen. Ja, klar, ich hätte denn mehr Videomaterial gehabt, hätte ich gestern eine halbe Stunde hochgeladen, heute eine halbe Stunde, aber ist ja auch doof, also habe ich das in einem ganzen Stück hochgeladen und werde das dann auch so dabei belassen. Gut, wie ich schon angekündigt habe, ist mein Lieblingscharakter momentan der Butcher und ich hätte gerne hier auf Schnellsuche gemacht, aber momentan dauert die Schnellsuche hier bis zu 7 oder 10 Minuten, das ist mir definitiv einfach zu lange und für so ein Vorführvideo nehme ich einfach mal gegen die KI, ja, also meine Kumpels, meine Spielkameraden werden richtige Spieler sein, aber wir kämpfen halt gegen die KI und dann kann ich euch mal so ein bisschen den Butcher vorführen, welche Skills ich für ihn benutze. Und wie, man mit ihm am besten so rocken kann, aus meiner Sicht. So. Der eine oder andere kennt wahrscheinlich schon eine andere Skillung oder wie es wahrscheinlich, wie man den irgendwie besser spielt, etc. Das ist momentan so meine Spielweise. Und ich hoffe, ich kann es dem einen oder anderen so ein bisschen näher bringen. Ja, und vielleicht denkt der ein oder andere auch mal drüber nach. Mensch, stimmt, Rappelzappel, kannst du da mal so ein bisschen drinne machen. Wa? Kann man so auf jeden Fall benutzen. So, mein Battle.net-Namen konnte ich bis jetzt noch nicht ändern. Also ist immer noch Serabina drinne. Muss da mal zu Blizzard hinschreiben, zu dem Support mal nachfragen, wie ich meinen Namen da so ein bisschen ändern kann. Ja, weil Serabina gehört ja der Vergangenheit an, der Kanal ist ja sozusagen geschlossen. Ja, und die Videos, die ich da damals gemacht habe, die sind zwar immer noch dort aktiv, aber YouTube meinte ja damals, sie müssen mich da einschränken etc. Und ja, ich habe dann frecherweise einfach einen neuen Kanal erstellt und ja, machen wir einfach so. Gut, wen haben wir denn bei uns in der Truppe drin? Da haben wir einmal die Jaina, dann haben wir den ETC dabei, dann haben wir Cho und Gall ist momentan so, ja, die Hauptgruppen, ja, also in jeder Gruppe gibt es einen Cho und einen Gall. Ich würde auch gerne mal einen Cho oder einen Gall spielen, ja, aber ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mit mir zusammen den Charakter da freischaltet. So, was haben wir denn hier auf, oh, warte mal, warum geht die Kamera jetzt nicht automatisch mit hier? Ja, das ist ja doof. Warte mal, wie war denn das hier mit der Kamera? So, machen wir erstmal hier den ersten Skill. Auf Stufe 1 nehme ich immer eingesammeltes Fleisch, heilt den Helden. So, das ist bei mir standardgemäß. Da muss ich nur mal gucken, wie man... Nee, das ist Ruhestein. Scheiße, wie schlägt denn jetzt die Kamera hier ein? Wie war denn das hier gewesen? So. Auf L. Sehr gut. So, nochmal ruf aufs Pferdchen hier. Hoffen wir mal, dass uns der Gaul ein bisschen aussagt. Oh, nee, wir haben Frostwolf oder sowas, wa? Wir haben irgendwie so einen Wolf oder so. So, der ETC kommt mit uns hier zusammen auf eine Lane. Guck mal einfach mal, was wir hier zusammen packen können. Eigentlich würde ich das, denke ich mal, auch alleine schaffen. Da kommen schon die ersten an hier. Warten wir einfach mal ab. Wenn es gut klappt, dann schaffen wir hier auch gleich ein First Blood. Wenn es gut läuft, müssen wir einfach mal gucken. Nee, das zieht. Oh, 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 wir haben auch einen Butcher hier. Oh, 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 nee, nee, nee. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, First Blood. Was auf jeden Fall. Scheiße, da hat er mich aber mal richtig blank gezogen hier. Okay, wir haben hier 3 auf der Top-Lane. Ist natürlich jetzt nicht so optimal. Hab auch noch kein Blut gekriegt. Das Blut ist dafür da, dass wir halt auch stärker zuhauen. Mit jedem Blut, was wir bekommen, hauen wir 1% stärker zu. Dann gehört das definitiv zu meinem ersten Skill. So, ist jetzt natürlich ein bisschen doof wie Lofen hier. So, holen wir uns den hier erstmal. Ja, hat der uns weggestoßen, die Drecksau. So, hauen wir hier mal richtig rein, hauen wir hier rund, lunzen wir hier mal richtig, Scheiße. Ja, da hauen sie schon ab, gut. Sammeln wir erstmal schnell das Blut hier ein. Das ist erstmal wichtig. Dann nehmen wir nochmal einen Schluck hier aus dem Brunnen. So, dann holen wir uns mal den Butcher hier. Okay, dann musst du dran glauben. Und den Butcher gleich noch hinterher. Schaffen wir den Butcher auch noch?
Schaffen wir den noch hinterher? Oh, das war aber hier richtig knapp. Richtig knapp war das hier. Oh, scheiße. Er hat uns einen Minion umgelegt. Ach, Mist, ey. Das schöne Blut, was ich da gesammelt habe. Warte, so ein dreckiger Minion noch umgelegt. Okay, wir haben 2 Kills. Haben wir zu verbuchen. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Oh, wir haben ein neues Talent. Stufe 4. Da nehme ich, die dritte. Verstümmelung fügt beeinträchtigten Zielen zusätzlichen Schaden zu. So. Das nehmen wir einfach mal. Habe ich bis jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Ui, na, das ist ja jetzt doof gewesen, dass uns hier so ein Minion umgelegt hat. So, den Butcher, den holen wir uns hier mal schön. So, ist zwar leider hier nur, ist zwar leider hier gegen Computer, ist halt der softe Pussy-Mode, den wir hier spielen. Aber zur Vorstellung, ich denke mal, das ist noch genehm. Ich hoffe, das ist zu verzeihen. So, da unten sind die Leute schon schön am Absammeln. So, jetzt kriegen wir hier oben auch Unterstützung. Hier rasen wir gleich nochmal rein. Hier hauen wir gleich nochmal schön lang hier. Die haben wir schön glatt rasiert hier. So, die Leute sind hier schön mit dabei. Finde ich schon mal sehr gut. So, die seifen wir hier mal schön ein und dann wird hier geschaved, Alter. Hier wird richtig geschaved. Die haben wir mal richtig platt gemacht hier. Obwohl es hier nur Computermode ist, aber hier rockt es jetzt gerade richtig. Ich krieg hier, irgendwie krieg hier voll die Pulle ab. Ich bin der Einzige, der hier irgendwie, denke ich mal, Schaden frisst. Hab hier schön die Aggro auf mich gezogen, der Türme. Und da haben wir auch schon den nächsten Skill, den wir hier anbringen können. Hier hauen wir nochmal schön in die Axt rein. Hier den Vogel, den holen wir uns mal. Da hauen wir mal schön drin. Da hauen wir mal schön blank. Da hauen wir mal... Hier, den ETC haben wir uns auch noch schön weggeholt. Jetzt muss ich hier mal gleich raus aus der Gruppe. Hier, warte mal. Durch das Blut können wir uns natürlich noch so ein bisschen heilen. Jetzt gucken wir uns mal die nächste Stufe an, die wir hier machen können. Da sind wir jetzt auf Stufe 7. Da benutze ich Pökelfleisch. Erhöht die maximale Anzahl Fleischstapel. Beim Tod gehen weniger Stapel verloren. So, also das Blut, was wir einsammeln, wir verlieren denn nicht alles. Wir verlieren nur einen minimalen Teil. Oder maximal, kann man eigentlich sagen. Also ein bisschen was haben wir noch. Oh, da ist schon wieder ein Butcher. Da können wir mal schön rinlunzen. Da holen wir mal schön hier rein. Da schwingen wir die Axt. Den haben wir noch schön weggeholt. Sehr gut. So muss das laufen, Freunde. Ja. Also wie gesagt, der Schlechter hier richtig gut. Richtig gut dabei, der Schlechter. Hier den Chen, den holen wir uns mal auch noch. Den haben wir mal schön weggelunzt. Oha. Jetzt fressen wir hier gerade schön Schaden. Jetzt müssen wir hier mal raus aus der Gruppe. So, jetzt ziehen wir uns mal dezent hier zurück. Lassen wir sie einfach mal kommen. Diese Söldner könnten uns von Nutzen sein. Okay, schließen wir uns hier mal den Trupp an. So, holen wir uns hier mal ein paar Söldner, die hier für uns mitkämpfen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut hier bei Heroes of the Storm. Aber das hast du ja bei Dings nicht. Bei League of Legends, da hast du Buffs, die du bekommst. Hier kannst du das schön so machen. Dass halt die ganzen Minions für dich mitkämpfen. Finde ich schon mal sehr gut. Finde ich für mich zum Beispiel eigentlich ein sehr guter Vorteil. Kann man mal so sagen. Also für mich ist das sehr vorteilhaft. So aus meiner Sicht. So, gut, ich will jetzt League of Legends will ich auch nicht schlecht machen. Die haben ihren Ruf schon weg. Durch die ganze Community, die da ständig immer rumflamet und rumheult. So, hier können wir mal schön rinspringen. Stimmen wir mal schön vor. Den holen wir uns mal den Chen hier. Ja, den haben wir schön umgelegt hier. Den Vogel nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Wen haben wir hier noch? Hier können wir auch mal schön rinlunzen. Hier, den Butcher nehmen wir uns auch noch mit hier. So, sehr gut. Vierfach Kill. Die haben wir schön blank gezogen hier. Die haben wir frisch rasiert, die Kumpels hier. Gillette fragt schon an hier, wo wir die Rasur hier haben. So, jetzt müssen wir auch mal raus hier, weil wir sind beträchtlich geschwächt. So, hier könnten wir eigentlich schon den nächsten Skill machen. Wir reiten aber mal zurück. Oder besser gesagt, wir porten uns mal zurück. Benutzen den Ruhestein. Hier können wir jetzt die erste Hero benutzen, die Ulti. Da benutze ich sehr gerne den Schmelzofen. Macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn als das Angekette. Im späteren Verlauf kann man das irgendwie noch umändern, dass man entweder zweimal den Schmelzofen, dass zweimal der Schmelzofen zündet. Oder dass man halt alle Gegner irgendwo anketten kann.
Ich bin eher jemand, der sagt, okay, wir benutzen zweimal den Schmelzofen. Finde ich persönlich besser. Oh Mann, jetzt kommen wir hier gerade an. Jetzt fliegt das Ding hier unter weg hier, der Titan. So, den Titan, den werden wir hier mal schön umlegen. Oh, da hauen wir mal schön rein. Da ist der Butcher genau der Richtige dafür. So, aufladen müssen wir uns noch nicht. Zu den Fähigkeiten, die W-Fähigkeit ist für den Butcher absolut lebenswichtig. Lebenswichtig. Mit der W-Fähigkeit fokussieren wir, oder besser gesagt, belegen wir den Gegner mit Brandmarken. So, wenn wir ihn gebrandmarkt haben und dann natürlich volle Esse draufhauen, heilen wir uns extrem gut hoch. So, also mit dem Schaden, den wir verursachen, mit dem heilen wir uns dann auch hoch. Darum ist es gut, dass wir halt die Blutsteckung erhöht haben. Mit jeder Blutsteckung haben wir 1% mehr Schaden, den wir verursachen. Und mehr Schaden bedeutet auch mehr Heilung. Das macht für mich den Butcher absolut lebenswichtig für jede Gruppe. So, hier können wir mal schön rinlunzen hier. Für den Ofen hat es jetzt leider nicht gereicht, aber eigentlich schnell genug gewesen. Hier den Chen, der wird noch weggehauen. Was haben wir hier oben? Ah, der Titan kämpft auch noch mit. Okay, dann hauen wir einfach mal hier schön rauf. Ich denke mal, das Spiel ist jetzt schon gelaufen. Da hätten wir zwar noch einen Talentpunkt, aber wir bringen das Ganze jetzt hier zum Ende. Und haben das Ganze jetzt auch schön geschafft. So, war eine schnelle Runde gewesen. So muss das sein. Ein schöner Rush. Die Gruppe war auch sehr extrem nice gewesen. Gibt ja auch viele Leute, die spielen hier einfach mal so schön arrogant und schön auf Eigeninitiative. Ja, das macht das Gameplay natürlich nicht aus. So, wir haben für die Runde haben wir jetzt leider nur 36.581 Erfahrung bekommen. 10 Gold, das ist standardgemäß, wenn man gegen KI kämpft. Mit dem Schlechter sind wir momentan auf Level 4. Ich arbeite auf Level 5, dann kriegen wir nämlich 500 Gold nochmal extra, sozusagen als Bonus. Jetzt können wir uns mal die Statistik angucken. Ja, da sind wir okay. Wir sind nicht so gut mit dabei. An Schaden, wir sind schadensgemäß sind wir an zweiter Stelle. Der Gall ist eigentlich immer so, ja. Also wenn du mit Cho und Gall zusammenspielst, sind die meistens immer, also einer von ihnen zumindest, immer auf dem ersten Platz. Hab's bis jetzt eigentlich sehr selten geschafft, dass ich mal über einen Cho oder den Gall stehen kann. Aber ansonsten hier, huge Schaden wurde rausgehauen. Ja, hier der ETC, bekanntlich als Tank, ja, also viele benutzen den als Tank, hat natürlich auch sehr viel Life etc., hat hier auch eine Menge einstecken können, ja. An Kills haben wir hier 8 Stück zu verbuchen, zweimal sind wir gestorben, bei 10 Kills haben wir mitgewirkt, ja, also im Grunde genommen, also an Kills sind wir hier an erster Stelle. Lief eigentlich sehr gut. Insgesamt hat die Gruppe 22 Kills gemacht, oder wir waren Level, nee, wir waren nicht Level 22. Wir haben 22 Kills gemacht, die gegnerische Gruppe hat leider nur 4 Kills geschafft, ja, also was heißt leider, zum Glück, ja, aber dadurch, dass das natürlich KI war, ja, was willst du da verlangen, war halt eine schnelle Runde gewesen und ich denke mal, ja, nee, wir können mal kurz auf die Talente eingehen, jetzt kommen wir mal ganz in Ruhe hier, so, also an erster Stelle benutze ich eigentlich immer die Fleischrotation, heilt den Helden für jeden Stapel Fleisch, den er eingesammelt, den er einsammelt, um 3% der maximalen Lebenspunkte. Ja, also mit jedem Blutstropfen, den wir einsammeln, werden wir um 3% der maximalen Lebenspunkte geheilt. Fleisch wird weiterhin fallen gelassen, wenn der Held über die maximale Anzahl Stapel verfügt. So, da hatten wir noch die maximale Anzahl, lag da glaube ich bei 20 oder 25, lass mich nicht täuschen. Dann gehen wir mal hier weiter auf Skill Nummer 4, ja, also ab Level 4. Da habe ich die Notschlachtung, Verstümmeln, fügt verlangsamten, bewegungsunfähigen und betäubten Zielen 100% mehr Schaden zu. Macht natürlich Sinn, dass wir die Leute erstmal schön hier anrennen, dass sie erstmal betäubt sind. Und den können wir schön draufhauen. Macht natürlich auch denn sehr viel Sinn, wenn zum Beispiel Jaina die Leute irgendwie verlangsamt. Ja? Also jede Beeinträchtigung, ja, die dort stattfindet auf den Gegner, dadurch kann ich natürlich denn viel mehr Schaden machen. Darum ist der Butcher für mich einfach unersättlich in jeder Gruppe.
So, dann haben wir auf Level 7, ja, 4 wollte ich jetzt nochmal sagen, auf Level 7 haben wir Pökelfleisch. Erhöht die maximale Anzahl Fleischstapel auf 35. Beim Tod verliert der Held nur die Hälfte der Stapel. So, also wir verlieren die Hälfte der Stapel. Wenn wir zum Beispiel 20 haben und wir sterben, dann haben wir immer noch 10 Blutstropfen haben wir dann noch da. Ja, das heißt, wir machen 10% mehr Schaden, als wir ohnehin machen. Ja, spricht eigentlich für sich selber. Dann gehen wir hier auf Level 10. Da haben wir denn den Schmelzofen. Kostet uns 75 Mana, Abklingzeit 90 Sekunden. Ist extrem lang, also anderthalb Minuten ist, manchmal ist das lebenswichtig sozusagen. Ja. So, was macht es? Lässt nach einer Verzögerung von 3 Sekunden um den Helden Feuer auflodern, das Gegnern 456 Schaden zufügen. So, also das ist jetzt nicht stationär, ja, also ihr aktiviert es und überall, wo ihr läuft, dort ist halt der Schmelzofen um euch herum und wenn dort Gegner halt drinne sind, gegnerische Helden, dann werden die natürlich schön mit 456 Schaden schön gebrutzelt, ja, da können wir ihnen mal so richtig schön den Bären nackt machen, so. Für den Skill für Level 13 sind wir leider nicht mehr gekommen. Da waren wir schon in der Station drinne gewesen und hätte dann noch wenig Sinn gemacht, da noch irgendwie was zu tun. Ja. Gut, das war es erstmal so gewesen. War eine schnelle Runde. Ich hoffe, ich konnte euch den Butcher mal so ein bisschen näher zeigen. Wir werden ihn auf jeden Fall noch in anderen Videos sehen. Dann hoffe ich, dass das Ganze hier in dem normalen, in der Schnellsuche mal ein bisschen schneller vorangeht, weil 10 Minuten ist echt extrem lange, hier zu sitzen und zu warten, bis dann da endlich mal was kommt. Ja, und zum Vorführen war jetzt natürlich gegen die KI, war prädestiniert, hat sich halt mal kurz angeboten und ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen und hinterlasst mir dennoch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann einfach einen Daumen nach unten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis derweil, Zers!